Wir haben dann aber auch in der Recherche dann danach halt von Biologen Aussagen gefunden, dass es eigentlich in der Natur anders funktioniert. Also in Baumhöhlen leben die Tiere ohne Ameisenbehandlung wunderbar und schaffen es halt irgendwo, diesen Varroa-Druck zu halten. Später definitiv eine Firma gründen, weil aus unserer Sicht, wir wollen ja was verbessern und das funktioniert aus meiner Perspektive zumindest gut, wenn das auch mit einem Geschäftsmodell hinterlegt ist, was ich selbst tragen kann.